Der Wein startet genau, wenn das Steuerkreuz auftaucht. Und zwar genau jetzt. Zumindest in dem Raum kann man noch nicht viel machen. Außer ein bisschen Zeug rauszuglitschen. Das ist manchmal etwas träge. Und ich glaube, man hört meine Tastatur ziemlich laut, aber das ist halt so in dem One. Ich brauche da so eine harte, so eine Klappertastatur irgendwie. Egal, passt schon. So, habt ihr gerade gesehen, ich habe das Teil da einfach aus dem Ding rausgedrückt. So, das Ding kann ich auch noch da rauswerfen. 50, 3, 2, 1. So. So. Gut. Dann hier erste Kammer ganz einfach. Würfel auf Knopf. Und dann zum Ausgang. Also, falls ihr euch fragt, warum ich mich immer rückwärts fortbewege, das ist in dem Spiel schneller, weil man rückwärts gehockt hüpft. So. Ja, hier wechselt eben immer das Portal und gleich kommen wir da hinten in dem Raum raus. So. So und. Gut, bis jetzt ist ja noch alles relativ übersichtlich und einfach. Liegt auch vielleicht daran, dass man noch keine Portal Gun hat. Ab der Portal Gun wird das Spiel verrückt. Die da unten ist. Hier muss man eben warten, bis Gladys fertig gequatscht hat. Ich habe die erstmal ein bisschen leiser gemacht, weil. Ja, in einem Speedrun interessiert es eh keinen, was die labert. So, gut. Hier muss ich mal drauf hören. Oh, verdammt. So. Und jetzt kann ich eben durch Haufen Portale gehen. Eben das Grundprinzip von Portal. Man geht durchs eine Portal, kommt beim anderen raus. So. Ja, das sind die ersten Anfangslevel. Da sieht das, selbst wenn man normal spielt, relativ ähnlich aus. Ja. Jetzt kam. Ah, genau das. So. Ich wollte nicht das Radio. So, ich wollte den Würfel. So. Im Moment sind es noch so circa 10 Sekunden Programmer. Später werden es dann bis zu einer Minute. Na, kann man aber. So im Grunde relativ wenig. Die ist zum Beispiel etwas länger, aber einfach bloß weil sie nervig ist. Und ich mich auf den Würfel gestellt habe. So. Na, also ich konnte mal werfen. Wow. Das war sehr gut. So, auf Kameras kann man, wenn man sich draufdrückt, surfen. Das ist ganz lustig. Und ich konnte das gerade ziemlich gut zeigen, weil der Fahrstuhl fährt erst nach oben, wenn eben Gladys auch wieder fertig gequatscht hat. So wie eben mit der Tür. Was kommt denn als nächstes? Ja, das kommt als nächstes.
Oh Leute. Erstmal schön gefailt. Was ist das? Okay. Noch wollte ich gar nicht so herumglitschen. So. Okay, das war gerade seltsam. Das Portal hat mich einfach wieder rausgedrückt. Ach ja, stimmt, das ist, wenn man durch ein Portal gehen will und in dem Moment duckt, dann wird man irgendwie wieder rausgedrückt. Ich weiß nicht wieso. Es ist einfach so. So. Ich speichere mal vor der Kamera, falls ich irgendwie durch einen dummen Moment sterbe. Aber eigentlich nicht. Oh, verdammt. Ich bin drauf gelandet und renne wieder runter. Der Sprung kann manchmal etwas tricky sein. So. Aber eigentlich kein großes Problem. Fährst du Fahrstuhl? Ah ja. Sehr gut. Und was mit der Musik passiert? Gucke ich dann meiner nächsten Fahrstuhlzeit. Was da los ist. Ah, und hier kann ich das erste Mal sterben. Ah, und ich tue es auch nach einer Super. Deswegen mache ich gerade Quick Saves. So. Ihr seht ja, da oben an der Wand steht so eine kleine Ecke hervor. Und warum habe ich das Portal da gerade gefailt? Nein, das ist da auch noch nicht gut. Ja, das ist da gut. Oh nee, oder auch nicht. Zumindest ist das Ziel, das da drauf zu hüpfen. Da drauf zu hüpfen. Und dann da rum zu hüpfen. Ja, bei meinem Probe-Run hat es auf Anhieb geklappt, jetzt nicht. Und das war ein Energie-Orb-Dings da. Wow, was tue ich? Na also. So. Zucker. Mikro, ich habe ein Headset-Mikro, kann ich denn mal gleich sagen? Ich weiß gerade den Namen nicht aus dem Kopf. Und jetzt habe ich gar nicht an die Musik gedacht. Egal. Zumindest das Level ist das schwerste überhaupt aus dem ganzen Spiel, also egal. So. Ganz schwer. Fertig geworden, bevor der Fahrstuhl unten war. So. Und ich gehe mal kurz auf Escape, mach die Musik an. Verfälscht jetzt natürlich ein bisschen die Zeit, aber scheiß drauf. Da. So. Ich frag mich, was da gerade los war. So. So. Hoffentlich kriege ich das jetzt so hin. Nein, ah, schade. Normalerweise kann man hier direkt durchhüpfen, wenn man den richtigen Punkt erwischt. So. So. Okay. Okay, und in der nächsten Kammer bekommt man die Doppelportalkanone, also die Waffe, mit der ich dann beide Portale schießen kann. Dann wird das ganze Spiel etwas verrückt. Hier kommt ein Knopf aus dem Boden. So. Und jetzt kann man das erste Mal außerhalb der Kammern gucken, weil das Spiel etwas verglitscht ist. So. Achso, ich muss noch zurück, um den Fahrstuhl zu aktivieren. So. Ich habe eine komplette Kammer durch diesen Trick übersprungen. Das ist echt praktisch. Vor allem, weil die Kammer relativ nervig ist. Und wenn man da einen Würfelwurf nicht hinkriegt, dauert es ja nochmal viel länger. So. Die Kammer ist eigentlich recht einfach. So. Wenn man nicht das macht, was ich tue, egal. Passt auch. So. Zumindest da ein Portal. Dann mit dem Würfel hier durchgehen. Mal kurz speichern. Nice. Getroffen. Okay. Hi, Blue. Okay. So.
Hier gäbe es noch einen schnelleren Weg, aber der ist so... Lol. Okay. Wow, das war jetzt wahnsinnig verschissen. So, circa. Hier gibt es eigentlich noch einen schnelleren Weg, um auch die Challenge hier zu schaffen. Hier gibt es eine Challenge, dass die Karte unter 5 Sekunden gemacht ist. Aber die ist ziemlich, ja, schwer hintereinander zu schaffen. Also, ja. So, die Karte kann ich ziemlich gut. So, flupp. Pixel perfekt, der Schuss. Da. Perfekt. So. Dann hier durch. Hier durch. Gut. Und jetzt sind wir auch schon relativ weit bei den Kammern. 11 Minuten hier geht eigentlich sogar noch. Ja. Die nächste Kammer ist die Turret-Kammer. Hier versuche ich mich über die Tür zu glitschen. Denn hier geht auch erst die Tür auf, wenn der Dialog beendet ist. Aber ich will den ganzen Dialog nicht abwarten. Also mache ich so. Und das Portal muss ziemlich genau sitzen. Und mal versuchen, nicht zu glitschen. Jawohl. Ah, verdammt. Jetzt. Perfekt. Mal wieder ein Portal außerhalb der Map geschossen. Und da unten. Eins. Nein! Okay. Warum das gerade nicht geklappt hat, keine Ahnung. So, dankeschön. So. Ah, jetzt. Sehr gut. Ja. Am Endpart wird bei Portal relativ viel außerhalb der Map gespielt und die nächste Map hat mich in der Übungsphase so aufgeregt. Ich hoffe, dass sie jetzt Lust hat. Oh, ja. Eigentlich ist sie nicht sonderlich schwer. Das einzige Problem ist hier, dass ja eben diese Energieorbs rumfliegen. Und dieses Fliegen immer relativ random. Und das ist nervig. So, hier muss man erstmal sich mit dem Würfel hochbauen. Verdammt, jetzt halte ich den Würfel nicht gerade. Es könnte sein, dass ich dadurch sterbe. So, jetzt. Okay, ich bin gestorben, ja. Deswegen hasse ich diese Kammer. Nach dieser einen Passage geht eigentlich alles. Aber das schwanzt sich halt so doof. So. Jetzt habe ich den Würfel gerade, jetzt könnte es besser funktionieren. So. Ja. Jetzt habe ich es eigentlich. So, speichern wir nochmal, bevor ich noch irgendwas fehle. Ja, okay. Und jetzt hier ein ganz einfacher Trick. Man kann Portale schieben lassen. Weil zwei Portale ja nicht auf einem Punkt sein können, wird das andere dann ein bisschen zur Seite geschoben. Und in dem Fall gerade unter dem Glas durch. So. Und Portal dadurch. Würfel da rein, meine ich. Portal dadurch. Ja, fast. Und die nächste Map war auch relativ fies zu mir. Mal gucken, ob ich jetzt den Punkt treffe. Denn da ist eins auch relativ genau zu schießen. Und man weiß immer nicht, wo dieser Punkt ist, wo man da genau hin muss. Ihr werdet gleich sehen, wieso. Also. Erstmal hier festglitschen. Und jetzt hier. Seht ihr schon, ich kann durch die Wand schießen. Und hoffe mal. Jawohl, ich hab's geschafft. Ich bin direkt am Ende. Lol. Lol, ich hab gefailed. Wow. Oh Gott, Leute.
Das mache ich normalerweise einfach bloß, um den Trigger auszulösen für Gladys, dass er spricht. Jawohl, hat nochmal geklappt. Jetzt laufe ich nur bis hierhin. Denn der Fahrstuhl fährt erst los, wenn Gladys fertig gesprochen hat. Und wenn sie gar nicht angefangen hat, fährt er gar nicht los. Dann ist man dann hier drin gefangen. Zumindest fahren wir jetzt schon zur letzten Kammer. Und ja. Und überspringen dann in der letzten Kammer richtig viel auf dem Weg zu Gladys. Oh, und mein Bildschirm will ausgehen. Das kann er mal schön vergessen. So. Diesen Trick, den ich jetzt versuche, ist Frame Perfect. Vielleicht seht ihr ab und zu mal hier sowas Schwarzes aufblitzen. Das ist, wenn ganz kurz, wenn ich hier oben springe, mein Kopf außerhalb der Map drückt. Ja. Und in dem Moment versuche ich ein Portal zu schießen, das ich auch gerade geschafft habe. Und da hinten ist die nächste Ladezone für den nächsten Teil und das Spiel will mich verarschen. Ein Portal Boost. Manchmal, und das komplett random, boosten ein Portal einfach raus und das in dem Teil total ekelhaft. Das nächste Mal, wenn ich den Frame Perfect Schuss schaffe, speichere ich erstmal. Ganz kurz. Ah. Das Schwere daran ist, dass ich den auch noch zur Seite machen muss, ein Stückchen. Für die Leute, die das nicht wissen, was ein Frame Perfect Schuss ist. Also, das Spiel hat, glaube ich, 30 Frames pro Sekunde. Und in einem von denen, also in einer 30. Sekunde, muss ich perfekt das Ding an eine Wand schießen. Ach ja. Und das will gerade nicht. Doch will's, okay. Ja, da hinten ist das. Dann das Portal da hoch. Erstmal speichern. Nicht, dass der Scheiß da hinten wieder passiert. So. Und hier ist die nächste Ladezone. Einfach reinfallen. Genau, perfekt. Die nächste Ladezone ist dann da hinten. Da gehen wir direkt hin. Und da kommen wir nur hin, sonst verbuggt man sich, wenn man durchspringt. Sonst gibt es hier einen Bug. Können wir nochmal speichern. Und die letzte Ladezone ist da hinten. Ladezahne. Genau hier. Und da hinten kann man vielleicht schon erkennen, dass diese große Kammer, die da war, das ist der Raum, wo Gladys drin ist. So. Durchfallen. Aber weil das zu langsam ist, Gladys mit diesem komischen Raketenlauncher die ganzen Kurs abzuschlagen, holen wir uns einen Turret aus dem Raum hier. Und machen hier ein Portal, gehen in den Gang, schießen auf den Boden ein Portal und stellen uns jetzt mal hier hin und lassen den Turret Gladys abschießen. So verliert Gladys sofort ihre drei Kerne und ich fehle den ersten, sieben hier zu nehmen. Sehr gut. Nee, da hoch. Dankeschön. So, Kern Nummer 2 genommen. So. Sehr gut. So. Okay. Gut. Und jetzt beim zweiten Mal den Knopf aktivieren, sollte ich alle Kerne auch da reinkriegen. Wenn ich mal wieder da hochkomme auf die Kante, dankeschön. So. So. Und ich würde sagen, Time. Nice, unter 20 Minuten. Okay. Ein Spiel, das so normal durchgespielt. Aha. 2 Stunden dauert. Einfach mal in 20 Minuten. Sehr gut.
Okay. Ups. Wieso? Hier kann ich mich noch ein bisschen rausglitschen. Gut, dann pausiere ich mal kurz, mache kurz die Musik aus. So, tapp wieder rein. Und hat sich das Spiel aufgehangen? Nee, okay. Gut, gucken wir das Ende. Oben rechts könnt ihr vielleicht erkennen, irgendwie sieht das ein bisschen seltsam aus. Ich weiß nicht wieso. Aber irgendwie ist es halt so. Ja. Gut. Und dann kommt halt, werden wir in den Kuchenraum gezogen. Man kommt auch so in den Kuchenraum durch ein paar Glitches. Kann ich euch ja mal zeigen. Da kann man so lustige Sachen machen wie eben Würfel draufsetzen oder so ein Quatsch. Ist ganz lustig. Ich kann ja mal zeigen, was passiert, wenn man dem Kuchen einen Würfel auf den Kopf setzt und ja, dann das Spiel beendet. Das ist immer ganz lustig. So, ich meine den kleinen Würfel da links im Hintergrund. Zumindest jetzt gehen die ganzen Kerne an, fangen an zu leuchten. Der Greifarm kommt, macht das Licht aus und ich muss beenden, weil das Zeug nicht GEMA-frei ist. Weil ich keine Lizenz für GEMA habe, für den Endsong. Leider. Naja. Zumindest, kann ich euch das ja mit dem Kuchen mal zeigen. Dazu gehen wir wieder in die letzte Map. Okay, warum sich jetzt auch immer die Musik gewechselt hat, aber meinetwegen. Okay, da hat sich gerade Gladys aufgehangen. So. Oh, verdammt. Obwohl, eigentlich kann ich das auch anders machen. Ich gehe nochmal in die Map. Ich komme da auch anders hin. Und zwar schneller. Ich muss bloß den hier wieder hinkriegen. So. Jawohl. So. So. Hä? Was tue ich gerade? Und das war so nicht ganz so geplant. Hoffentlich stößt es mich gleich nicht so weit raus. Nein, tut es nicht. Das Spiel ist mal nett zu mir. Gehen wir zur nächsten Ladezone. Was war das? Oh, ups, ich habe das Portal zu niedrig gesetzt. Okay. Das war ein Stückchen zu hoch. Das war wieder zu niedrig. Das ist gut. Ach, okay. So. Manchmal backt das etwas mit dem Durchspringen. Mache ich das dann immer so, so und jetzt sollte es wieder gehen. Machen wir es mal andersrum. Vielleicht hat es dann Lust. Hä? Warum will das gerade nicht? Der Glitch hat sich verglitscht. Wow. komm schon. Komm schon, Spiel, tu mir den Gefallen.
So. Okay, jetzt hat keinen Bock. Nochmal. So. Sehr gut. Jetzt. Genau. Gehen wir wieder zu Gladys. Oh, verdammt. Ja, das war ja ganz super. Monster am Fail. Len. Ah ja, jetzt seht ihr mal, was passiert, wenn man nicht richtig durchspringt. Nämlich Augenkrebs, genau. Au. Wir warten das hier drinnen. Ich kann ja dann mal die Map von drinnen spielen. Ich mache einfach nur noch ein bisschen Quatsch, bis Topics kommt. Unter 20, nice. Ups. Stopp. Da eine portalfähige Fläche. Kommt man hier direkt auf die Röhre schön. Kann man darüber springen. Und kann dann da sich in den nächsten Raum fallen lassen. Jetzt hier ein bisschen Portalakrobatik. Ja, nichts Besonderes eigentlich. Die Musik nicht schon mal? Das sollte eigentlich nach Reihenfolge kommen. Egal. Ich sollte vielleicht ausweichen. Ups. So. Jetzt müssen wir hier rein. Ihr seht schon, wie viel länger das drinnen gedauert hätte. So. Jetzt ist da die Ladezone, genau. Und dann stand ich da immer oben drüber. Jetzt ist das hier dieser große Turret-Raum, von dem ich mir einen Turret geklaut habe. Ja, meinetwegen. Ich wollte ihn eigentlich umbringen. Dankeschön. Ups, da kam ich gerade her. Da hoch für dich. Wo sind noch welche? Da ist noch einer. Stab. Oh, ich habe mir gegen den eigenen Kopf gehauen. Das muss man auch erstmal schaffen. Ist der letzte da? Ja, sieht so aus. Okay, gut. Zumindest kommt da jetzt ein Turret. Ups. Und da ein Turret.
mal den Müll wegbringen, so. Wie chillig das gerade ist, Portal mit der Musik zu spielen. Zumindest, ich glaube, das war jetzt hier. Hier kann man wieder diese Portal-Rausschieb-Technik benutzen. Dann hier in der Ecke ein Portal machen. Und da unten ist dann der Kuchenraum. Das Portal braucht nur weiter, um einzukommen. Genau, jetzt ist angekommen. Ja. Lege ich mir das mal so schräg davor. So. Gut. Da ist der Würfel. Den schieben wir mal schön auf den Kuchen drauf. Und beenden jetzt mal das Spiel. Jetzt habe ich mir natürlich dummerweise kein Turret mitgenommen. Egal, müssen wir es eben auf normale Weise machen. Ich warte schon mal, bis ihr einen Kern fallen lässt. So. Hier kommt gleich so ein Raketenschießgerät raus. Ja, Gladys, hör auf zu reden. Wow, ganze 6. Ich habe nur 6 Minuten Zeit, Hilfe. Und warum macht er das wieder so? Das hätte das letzte Mal auch schon gemacht, als ich den Weg. Endlich mal macht das normal. Ach so, ja. Ich sollte vielleicht auch den Chor wegwerfen. So. So. Der nächste ist da oben. Ja, genau. Zielt der hin? Ach, der versucht wieder mich durch das Portal zu treffen. Hallo! Vielleicht trifft's leider das. Ich denke eher nicht. Nein. Jetzt ein bisschen auf Glück hoffen. Super. Gut. Jetzt noch den letzten Kern fangen. So. Jetzt ist Gladys tot. Ich habe mich ein bisschen rausgebackt. So. Zumindest. Ich habe jetzt hier kein Steuerkreuz mehr übrigens.
Deswegen ist das gerade auch etwas schwerer für mich, irgendwas zu treffen. Naja. Dann gucken wir jetzt doch mal, was passiert. Achso, warte, wieder Pause, Musik ausmachen, weiter geht's, so, fortsetzen. So. Warum ich auch immer da die Musik immer ausmache. Ja. Gut. Ja, jetzt zieh uns rein. Ich freue mich schon auf den Kuchen. Was ist das übrigens für ein Kabel? Von Gladys. Das sah irgendwie unnatürlich aus, na gut. Das Spiel ist auch schon relativ alt. Ist schon ziemlich alt. Ich habe keine Ahnung, von wann das mir ist. Auf der. Das ist ja hier die Steam-Version von dem Spiel. Es gibt noch eine ältere, da kann man noch ein bisschen besser glitchen in manchen Dingen, aber ich weiß nicht, wie ich die mir beschaffen kann. Wenn es irgendjemand weiß, kann er mir irgendwie mal schreiben, aber kein Plan. Auf Steam gibt es halt nur die Version. Vor allen Dingen übrigens ist die zensierte Version, nämlich in der Originalversion. Ah ja, übrigens, genau das passiert. Am Ende. Das Spiel schließt dich ab. Weil der Greifarm den Kuchen nicht treffen kann. Ich finde das immer so schön anzugucken. Ja, zumindest wo war ich gerade? Ach, egal. Ich kann ja noch ein paar Glitches zeigen, die ganz lustig sein können. In welche Kammer gehen wir da am besten? Gehen wir einfach mal wieder in die letzte und gucken mal, ob ich das hinkriege. Wie war denn das? Ach ja, genau. So. Und hier mal speichern. Warum funktioniert meine Leertaste gerade nicht? Okay. Zumindest, wenn ich das jetzt genau im richtigen Zeitabstand mache, zu springen und mich zu enthocken und dann zu springen. Ja. Dann. Ja, passiert genau das. Ich fall einfach an einem komplett anderen Punkt aus der Welt raus. Mal so zum Zeigen. Das ist komplett random. Wenn man dabei noch im richtigen Moment ein Portal schießt, kann man da auch ein Stückchen weit sich vorwärts bewegen. Das benutzen die Inbound-Speedrunner. Also, die versuchen ohne irgendwie in diesen schwarzen Bereich da, wo das Spiel nicht will, dass man hinkommt, wo die da auch nicht hingehen. War die Beschreibung einleuchtend? Ich glaube nicht, aber egal. So. Hier für den nächsten Glitch muss ich wirklich mal hier lang gehen. Nämlich um wieder an den Punkt zu kommen, wo der Stuhl war. So. Wir sind sehr, sehr froh über Ihren Erfolg. Wir
So. Genau. Stellen Sie das Gerät ab und legen Sie sich mit gespreizten Armen auf den Bauch. Ich nenne ihn den Partyglitch, denn wenn ich jetzt hier... Oh! Haben Sie was verändert? Okay. Nehmen Sie die Eskortierungsposition ein oder Sie verpassen das Fest. Oh. Ich... Was passiert? Okay. Oh, verdammt. Zumindest, es war mal so. Ich habe einen Screenshot auf... Oh! Hallo, Leute, ja, genau, das wollten wir. Ja. so. Hat Tobix mich eigentlich angeschrieben? Ah, keine Ahnung. Zumindest eigentlich könnte ich mal... Ja, ich kann ja nochmal dahin gehen, wo ich angefangen habe. Zumindest einfach mal. Ich drücke genau gar nichts. Hätte ich eine Facecam, könnte ich es euch zeigen. Ich hab komplett losgelassen und ich drehe mich einfach auf diesem Ding. Weil die Tür die ganze Zeit versucht, hier zuzugehen. Ihr sitzt an diesem komischen Haken da. Ich versuche gerade dagegen zu lenken. Ich hätte die Tür öffnen können. Warum hab ich dann... Egal. Zumindest, ich glaube, ich wechsle sowieso mal zu Portal 2, dann kann ich euch da noch ein bisschen was zeigen. Bis der Topic Star ist und dann, ja, machen wir dann noch ein bisschen Quatsch mit ihm.